Wir werden Ihre Arbeit intensiv begleiten und den Finger dort in die Wunde legen, wo es notwendig ist. Wird NRW mit Ihnen zu dem Start-up-Land, von dem Sie gesprochen haben? Wohl kaum, denn eine der ersten Amtshandlungen des neuen sogenannten Digitalministers Pinkwart war es ja, den Beauftragten für die digitale Wirtschaft des Landes zu entlassen. Mit der Unterstützung von Professor Kollmann sind in den letzten 3 Jahren mehr als 1000 neue digitale Start-ups entstanden. Und Schwarz-Gelb haut diese Struktur weg. Wenn Sie den Wirtschaftsstandort wirklich stärken wollen, dann dürfen Sie sich nicht nur um die Sorgen der Großkonzerne kümmern, sondern Sie müssen eine Wirtschaftspolitik machen, die für alle nordrhein-westfälischen Unternehmerinnen und Unternehmer eine realistische Perspektive bietet. Und das, was Sie im Bereich der Windenergie vorgelegt haben, das vernichtet Arbeitsplätze. Kraftwerke aus der Zeit von Sepp Herberger, Kraftwerke, die 50, 60 Jahre am Netz sind, Sie sagen nicht, mit welchem Maßnahmenplan und in welchem Zeitplan Sie diese Kraftwerke stilllegen wollen. Es geht um die Frage, in welche Richtung Energiepolitik in diesem Lande geht. Und die Menschen, die in den Dörfern, es wurde ja eben erwähnt, dass die Grünen bei der Demonstration dabei waren, gehen Sie mal in diese Dörfer und sprechen Sie mit den Menschen, die dort leben, die ihre Heimat verlassen müssen, die aus ihren angestammten Häusern raus müssen, Kirchen, die verlassen werden. Die warten auf politische Leitentscheidungen und Rahmensetzungen. Und Sie wollen auch das Landeswassergesetz nun rückabwickeln. Sie bezeichnen das Landeswassergesetz als falsche Weichenstellung. Wie kann ein Gesetz, mit dem wir unser Trinkwasser in einem ökologisch und chemisch einwandfreien Zustand bringen, wie kann dieses Gesetz eine grundsätzlich, so bezeichnen Sie es ja, eine grundsätzlich falsche Weichenstellung sein? In der letzten Legislaturperiode hat besonders die CDU-Fraktion bis zuletzt dafür gekämpft, dass das von uns eingeführte Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände wieder abgeschafft wird. Eine der Wortführerinnen damals war die heutige Landwirtschaftsministerin Schulze-Vöcking. Sie haben viel Porzellan zerbrochen, Frau Schulze-Vöcking. Als zuständige Ministerin sollten Sie an der Spitze einer Tierschutzbewegung in diesem Land stehen und nicht im Fokus. Herr Ministerpräsident, es wäre wichtig, den Menschen reinen Wein einzuschenken, ihnen zu sagen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Ich habe einige Themenfelder skizziert, insbesondere bei der Frage der anstehenden Mobilitäts- und Verkehrswende ist der Kurs Ihrer Regierung unklar. Es wäre nur fair und vernünftig, den Menschen zu sagen, welche Veränderungen hier in den nächsten Jahren anstehen. Legen Sie einen Masterplan vor für Nordrhein-Westfalen, der wirklich Mut hat, der eine Zukunftsorientiertheit hat, der nachhaltig ist und der auch durchfinanziert wird. Dafür braucht es nicht immer Maß und Mitte, auch wenn es in manchen Situationen sicherlich nicht verkehrt ist. Dafür braucht es vor allen Dingen Mut, Zukunftsgewandtheit und Innovationskraft. Ihre Regierungserklärung ist hinter diesem Anspruch leider gestern deutlich zurückgeblieben.